Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBA 2K21 Y-League mit den Houston Rockets. Und ja, hoffentlich schaffen wir es mal, back-to-back die Folge mit Ton zu kriegen. Ey, ich habe immer noch das Trauma von den ganzen Folgen, die ich ohne Ton aufgenommen habe. Jetzt am Sonntag ist ja dann wieder eine Folge gekommen, eine etwas kürzere Ton-Comeback-Folge. Und ja, was wir ganz am Ende noch kurz gesehen hatten, was ich gar nicht mehr angesprochen hatte, die zukünftigen Free Agents. Alter, was sind hier für Leute, die Free Agents werden? Doncic, Durant, Harden, Curry, Butler, Williamson, Young, Morant, Ayton. Alter, was das? Ich glaube, viele von denen haben eine Spieleroption oder Teamoption, da bin ich mir aber unsicher. Ich glaube, die werden hier trotzdem als zukünftige Free Agents mit eingerechnet. Bin ich mir aber unsicher. Aber der ein oder andere von denen sollte auf jeden Fall auf den Markt kommen und ich glaube, das habe ich mir auch in der Folge angeguckt, die nicht hochgekommen ist. Die Gehaltsgrenzen-Obertabelle bei uns. Aktuell sind wir noch minus 2,7 Millionen, was den Gehaltsgrenzspielraum angeht. Nächstes Jahr sind wir bei 50 Millionen. Also wir haben 50 Millionen Gehaltsspielraum nächstes Jahr, weil John Wall auf einmal einfach mal 26 Millionen weniger verdient. Von 44 Millionen auf 28, auf 18 Millionen, oder? 26, ja, klingt gut. Josh Richardson auch mit einem moderaten Vertrag. Wood verdient nicht viel. McGee ist dann leider weg. Hachimura kriegen wir verhältnismäßig sehr günstig als Teamoption. Johnson sehr günstig. Caruso günstig. House verlängern, weiß ich noch nicht. Könnten wir theoretisch. Er will verlängern, glaube ich. Rivers haben wir eine Teamoption, müssen wir auch schauen. Bijelica würde ich gerne loswerden. Kuruc sind wir dann los. Gay würde ich eigentlich gerne nochmal nehmen, wenn der hat eigentlich ganz gut abgeliefert diese Saison. Bisher. Boban will man natürlich immer behalten, auch wenn er leider aktuell nicht in der Rotation ist. Napier haben wir noch, Franz Wagner natürlich, unser heimlichen Star. Und dann hier noch ein bisschen Dead Cap, der natürlich nervt. Hier gerade, wie heißt der, Kenyon Martin Jr., der uns da ein bisschen nervt hier. Aber das können wir, werden wir auch leider nicht mehr los. Ich meine, das sind halt 747.000. Boah, was, der hat eine 77 mittlerweile als Small Forward. Spielt der denn irgendwo? Karrierestatistiken. Oh, spielt bei Golden State. Sieht man Minuten pro Spiel irgendwo? Alter, der legt 13 Punkte pro Spiel bei Golden State auf. Spielt 36 Minuten pro Spiel? Warte mal, wie viele Spiele hat er denn gespielt? Sieht man das hier vielleicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Gespielte Spiele 1,9. Hä? Okay, also er hat bisher 1,9 Spiele gespielt, 0,1 Spiele gestartet. Also wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, verwirrt mich jetzt hier gerade ein bisschen. Aber wie auch immer. Wollen wir uns aber, also wir haben jetzt schon wieder ganz viel unnötige Sachen hier gemacht. Wir gehen nämlich lieber weiter ins nächste Spiel. In der letzten Folge gegen die Mavs, gegen die Hawks, gegen die Hornets und gegen die Spurs gewonnen. Damit stehen wir jetzt 13-8. Sind damit Vierter im Westen hier. Und treffen jetzt auf die Sixers. Oh, die strugglen schon noch ein bisschen. Wobei 12-9 ist ja relativ nah an unserem 13-8. Und wir schauen mal rein, wie das Ganze läuft hier gegen Philadelphia. Boah, läuft gar nicht gut, leider. Oh, läuft gar nicht gut. Tobias Harris mit 25 Punkten, 10 von 10 Freiwürfen. Bei uns John Wall mit 23 Punkten. Franz Wagner nur mit 7 Punkten. Ja, der muss natürlich mehr bringen. Und als Leistungsträger hier Hachimura nur mit 6 Punkten. Generell haben wir den Dreier nicht so gut getroffen, wenn ich das schon sehe. Boah, 24%, die Sixers treffen 52% Dreier. Also unrealistischer geht es ja schon wirklich nicht. Boah, echt starke Gegner in der heutigen Folge. Jetzt gegen die Clippers. Mal schauen, wie es da läuft. Oh, das sieht doch schon deutlich besser aus. Das Spiel will ich auf jeden Fall jetzt gewinnen. Da will ich nur fürs Reingehen. Vielleicht reicht es aber auch schon so. 8 Punkte Führung, 10 Punkte Führung. Ja, das müsste doch reichen. Ja, sieht sehr gut aus. John Wall, 34 Punkte, 12 Assists. Nice. Bei den Clippers spielen dann da. Okay, wer ist das und warum ist der Topscorer bei den Clippers hier? Mifiundu Kambengele. Luke Kennard, es sind Paul George und Leonard. Ja, die haben beide gespielt, aber hatten schon ein bisschen Probleme. Ansonsten, ja, schon ähnliche Spieler. Quinn Cook. Bei den Clippers hier, Avery Bradley auch bei den Clippers. Okay. Am Ende auf jeden Fall bei uns diesmal 3 auf einmal wieder bei. Ah ne, bei 38% auch nur. Die Clippers gerade zu 48% getroffen. Aber am Ende trotzdem relativ deutlich 15 Punkte Sieg. Und ich würde
würde sagen, wir nehmen noch das Spiel hier gegen die Warriors mit, die auch gar nicht schlecht sind, glaube ich. In 2K hier können wir es nochmal. Ja, jetzt stehen 12-11. Clipper sogar nur 11-12. 15-9 die Sixers. Warte, oder? 15-9. Ja. Also auf dem Papier echt starke Gegner heute in der Folge. Die Warriors da ja noch im Vergleich dann mit Abstand das Schwächste. Ja, wir tun uns aber ein bisschen schwer. Boah, wir tun uns sehr schwer. Ja. Boah, wir kommen auf 7 Punkte ran. Ey, ich hab mal wieder Bock reinzugehen. In 2K gegen Steph Curry, erfahrungsgemäß. Tut man sich das nicht zu häufig an, aber wir schauen uns das Ganze mal an und gucken mal, wie es läuft. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ach, stimmt, jetzt spielen wir auch hier gegen Kenyon Martin Jr., von dem wir noch Dead Cap haben. Oh, nice, direkt der Steal. Und Jalen Johnson in Transition. Gibt den Ball nochmal weiter an Franz Wagner. Ah, der kann ihn leider nicht finishen. Und John Wall jetzt. Gibt direkt ab. Oh, Klay Thompson, den sieht man immer gerne ballen. Ah, der darf doch nicht rangehen eigentlich. Ah, und oh, nee. And one. Nicht wirklich gut verteidigt von Franz Wagner leider. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, warum der hier in den Endminuten auf dem Feld steht. Setzen wir auf die erste 5. Ja, das sieht auch schon besser aus. John Wall jetzt verteidigt von Steph Curry. Dabei auf Richardson, der hat viel Platz. Ah, kann den am Ende nicht finishen. Gehen wir mal raus zu Wagner. Kein wird die schöne Offense. Oh, John Wall setzt er zum Putback da an. Na, wir tun uns hier gerade ein bisschen schwer. Und Franz Wagner irgendwie sehr passiv in der Defense, also so wird das gar nichts. John Wall kriegt den Screen gestellt. Ah, wir kicken out zu. Es ist gerade echt nicht leicht hier, was zu kreieren. Wall erzwingt's mal gegen Curry, zieht das End-One. War ich nicht gut getroffen von mir. Jalen Johnson kommt rein für Franz Wagner. Wall sollte ihn reinmachen. Damit sind es zumindest nur 9. Aber wie gesagt, das ist gerade gegen einen wie Steph Curry nicht ganz so leicht aufzuholen. Ey, was macht denn unsere Defense? Ja, also dass Klay Thompson den reinmacht, kann ich dir auch vorher erklären. Aber was war denn da mit unserer Defense los? Mann, Mann, Mann. Gar nicht gut. Schützen, ja. Ah, Johnson am Ende mit dem schwierigen Finish. Ah, es sieht hier gerade nicht so wirklich gut aus, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich befürchte, ich muss mir auch. Oh, was heißt ich befürchte? Ich glaube, es wäre sinnvoll, mir nochmal das Playbook in Ruhe anzugucken. Damit wir hier mal, was die Plays angeht, vernünftige Sachen haben. Weil wir laufen die ganze Zeit dieses eine Play, wo eigentlich Jalen Johnson den offenen Dreier bekommen soll, ihn aber jedes Mal nicht bekommt. Oh, Thompson kriegt dafür das Foul. Ja, ich würde sagen, damit können wir den Rest auch simulieren. Ja, dann doch die Niederlage gegen die Warriors am Ende. Hey, wir müssen uns eigentlich echt mal unser Playbook angucken, weil die Plays, die wir da teilweise laufen, gefallen mir wirklich gar nicht gut. Und da muss ich mal ein bisschen entspannt ein paar Plays ausprobieren. Und dann gucken, dass das mal vernünftiger läuft, weil so kann das ja nicht weitergehen, Freunde. Ich würde sagen, heute 3 relativ starke Gegner. Ein Spiel gegen die Clippers zumindest recht deutlich gewonnen. Gegen die Sixers und die Warriors hat es leider nicht gereicht. Und ja, trotzdem würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.